Meine Eltern wollten nie weg aus dem Irak. Warum auch? Wir hatten ein gutes Leben dort. Wir haben ein eigenes Haus gehabt, wir haben ein eigenes Auto gehabt. Ich bin damals in den Kindergarten gegangen. Meine Eltern hatten beide Jobs. Ja, also wir waren eine gut situierte Familie. Warum sollten wir das Land verlassen? Warum sollten wir diese Existenz, die wir uns aufgebaut haben, verlassen? Mein Name ist Saya. Ich bin gebürtige Kurdin aus dem Irak und lebe seit mittlerweile 24 Jahren in Österreich. Ich bin ein Flüchtlingskind. Ich bin damals mit 6 Jahren mit meinen Eltern und meinen Geschwistern nach Österreich gekommen. Wir sind geflohen. Wir haben Kirkuk, die Stadt, wo ich geboren und aufgewachsen bin, über Nacht verlassen, weil die Truppen des Saddam Hussein-Regimes sozusagen das eigene Volk dann angefangen hat zu attackieren. Und das war wirklich wortwörtlich eine Nacht- und Nebelaktion. Mein Vater ist am Abend heimgekommen, hat mit meiner Mutter geredet, hat gesagt, du, sie haben gerade, ich höre die ganze Zeit Nachrichten, die Truppen kommen, wir können nicht mehr da bleiben, wir packen nur das Wichtigste ein. Und ich hätte es nie vergessen. Ich drehe mich um, weil hinter uns Autos sind. Und auf einmal sehe ich, wie, ich weiß nicht, ich glaube 10, 15 Autos hinter uns von einer Bombe getroffen werden. Und so sind wir nach Wochen über die irakisch-türkische Grenze gekommen, dort in einem Flüchtlingscamp untergebracht worden. Und dann hieß es für uns auch vor allem für meine Eltern, gehen wir weiter, also verlassen wir wirklich unser Leben im Irak, das wir uns aufgebaut haben. Ich meine, man muss sich vorstellen, es sind Soldaten auf unseren Dächern gewesen, die gekämpft haben, auf unseren. Also wenn wir jetzt in den Irak zurückfahren und unser Haus besuchen, was wir gemacht haben letztes Jahr und auch vorletztes Jahr, du siehst teilweise noch die Einschusslöcher der Waffen vor 24 Jahren. Ja. Also es war, unser Leben war bedroht. Und da haben wir erfahren, dass unter anderem Österreich als einer der europäischen Staaten bereit war, ein Kontingent an Flüchtlingen aufzunehmen. Und dann hieß es im Camp, ihr müsst euch anmelden. Und mein Vater versucht dann rauszufinden, okay, wo anmelden, wie anmelden. Ich meine, man muss sich vorstellen, du bist in einem Camp und es geht zu und es wuselt die ganze Zeit und du hörst viele, viele Nachrichten. Also du bist laufend informiert über alles Mögliche und manchmal halt Verwirrendes. Einige Tage später ist dann ausgehängt worden, okay, wer ist wo aufgenommen, in welchem Land. Und da hat er geschaut und ist mir ganz oben gestanden im Alphabet. Ich heiße Ahmad mit Nachnamen. Und da ist gestanden, okay, Österreich nimmt euch auf. Und wir, okay. Und wir haben uns hier sozusagen eine zweite Existenz einfach aufgebaut. Ja. So, meine Geschwister sind hier, meine Eltern sind hier und uns geht's gut. Also für mich und für meine Familie war es ganz, ganz wichtig, auch diese Erlebnisse zu erzählen. Es ist für uns ganz wichtig, darüber zu reden, weil das eine Art Therapie ist. Und ich glaube, es wäre für viele Menschen wichtig, wenn sie reden und wenn sie einfach miteinander reden.